Der IC Westfälischer Friede naht aus Richtung Buchholz. Ja, immer. Moin, Freunde! Ich lade euch mal wieder zu einer Zeitreise ein. Wir begeben uns 30 Jahre zurück nach 1994, als die Deutsche Bahn AG ein frisch geborenes Baby war. Ich zeige euch eine Menge Fotos und ein paar Filmschnipsel und würze das Ganze mit persönlichen Anmerkungen und Erlebnissen. Mein erstes Bild der DB-AG-Ära entstand am 4. Januar nördlich von Göttingen, wo die Nebenbahn nach Bodenfelde die Schnellfahrstrecke überquert. Vom Rest des Monats gibt's zwar keine zeigenswerten Aufnahmen, allerdings wäre zu vermelden, dass ich ein dreiwöchiges Betriebspraktikum beim Bahnhof Harburg absolvierte. Das führte mich unter anderem auf die Stellwerke Neugraben und Unterelbe sowie in die dem Tode geweihte Güterabfertigung, wo nur noch wenig Stückgut von der Schiene auf die Straße und umgekehrt wechselte. Hinten rechts stehen die Wagen der Anfang Februar eingestellten rollenden Landstraße Harburg-Köln. Zum Sommerfahrplan wurden auch die übrigen innerdeutschen Rola-Verbindungen gestrichen. 7 Jahre später sah das Gelände der Güterabfertigung so aus. Und wer die Ecke in den 90ern nicht kannte, wird kaum glauben, dass hier mal Gleise lagen. Nach dem Praktikum schwor ich mir, nie im Leben bei der Bahn anzuheuern. Es wäre damals auch keine gute Idee gewesen, denn die Signale standen auf Personalabbau. Von den seinerzeit über 360.000 Beschäftigten sollten 5 Jahre später ein Drittel den Laden verlassen haben. Meine Hauptanlaufpunkte im jungen 1994 waren der heimische Bahnhof Klecken, der ausnahmsweise mal im Schnee zu bewundern war, und die just umgestaltete Einfädelung der Bremer Strecke in den Bahnhof Harburg, worüber ich in einem Video ausführlich berichtet habe. Im Februar war der Abbruch des Viadukts über den Sewekanal in vollem Gange. In jenen kalten Wintertagen machte die DB mit einem neuen Angebot von sich reden. Mit dem Guten Abend-Ticket konnte man zwischen 19 und 2 Uhr zum Festpreis von 49 D-Mark mit ICE-Benutzung 59 D-Mark durch die Republik reisen. Nicht mit dem Guten Abend-Ticket, sondern mit einer Bahncard-ermäßigten Normalpreisfahrkarte unternahm ich im März für 71 Mark plus 12 Mark Zuschlag meine ersten Reisen im Intercity. Zuvor hatte ich lediglich Regionalzüge und Interregios genutzt. Mit einem Kumpel fuhr ich nach Ascheberg in Westfalen, wo wir in der Heimat einer Mitschülerin für den Krimi »Das Wandern ist des Mylius Lust« recherchierten, den wir gemeinsam schrieben. Natürlich gab es etwas Eisenbahnbeifang auf der ADAC-Strecke Münster-Dortmund, deren zweigleisiger Ausbau schon damals diskutiert wurde und trotz der 30-jährigen Erfolgsgeschichte Bahnreform weiterhin auf die Realisierung wartet. Den Jüngeren unter euch sei gesagt, dass damals so gut wie niemand Internetzugang hatte und es gar nicht so einfach war, an eine Fahrplanauskunft zu gelangen. Der Ascheberg-Ausflug war eine ziemlich spontane Idee und wir nutzten für unsere Reiseplanung den Bildschirmtext BTX der Bundespost, denn besagter Freund entstammte einem recht technikaffinen Haushalt. Ansonsten bediente ich mich für solche Zwecke der Gesamtausgabe des Kursbuchs, mit der ich ein echter Exot war, denn wer konnte oder wollte diesen Schinken schon sein eigen nennen? Das hatte zur Folge, dass mich etliche BTX- und kursbuchlose Mitschüler selbstverständlich auf dem Festnetztelefon anriefen und um Hilfe baten, wenn sie eine Bahnreise planten. Nach alter Väter Sitte habe ich die Verbindungen mit den jeweiligen Streckentabellen zusammengestückelt und anhand der addierten Kilometer den Preis geschätzt, ohne dass es jemals Beschwerden gab. Es war übrigens eine Zeit, in der der schöne blaue Interregio, dessen Farbgebung ich immer sehr erfrischend fand, noch ganz gewaltig expandierte. 1994 wurden gleich 9 neue IR-Linien eingeführt. In den Osterferien widmete ich mich vermehrt der Rennbahn Hamburg-Hannover, insbesondere den Stationen Asshausen, Winsen und Lüneburg. Dort ging es ähnlich lebendig wie heute zu,
Jedoch habe ich im vielleicht etwas verklärten Rückblick den Eindruck, dass der Betrieb in deutlich geordneteren Bahnen ablief. Nachdem ich die Taktzeiten der verschiedenen Zuggattungen drauf hatte, war klar, was als nächstes fällig war. Und meistens kam dann tatsächlich das, was ich erwartete. Die Lücken zwischen dem Reiseverkehr wurden mit Güterzügen gefüllt, wobei selbst die Gemischtwarenläden dank charakteristischer Wagen oder Ladungen einen gewissen Wiedererkennungswert besaßen. Highlights waren die Leistungen mit Reichsbahn-Dieselloks, die zwischen Maschen und Büchen über Lüneburg röhrten. Der heutzutage gewöhnliche Weg über Rothenburgs Ort war ihnen verwehrt oder zumindest erschwert, weil sie im beengten Hamburger Hauptgüterbahnhof die Fahrtrichtung wechseln mussten und im Sachsenwald die Ausbauarbeiten an der Hamburg-Berliner Schiene in ihre entscheidende Phase traten. Aus diesem Grund wurde die S-Bahn von Aumühle nach Bergedorf eingekürzt und durch beim reisenden Publikum verhasste Diesel-Shuttles ersetzt. Kurz zuvor konnte ich den Bahnhof Aumühle in seiner ganzen Pracht für die Nachwelt einfrieren. An dieser Stelle wäre anzumerken, dass ich die Geschehnisse der ersten 7 Monate des Jahres ziemlich ausführlich dokumentiert habe, weil ich Tagebuch führte und mich darin über meine Erlebnisse ausließ. Am 8. April besuchte ich den Bahnhof Lauenbrück, in dessen Nähe die Reste einer Torfbahn samt blinklichtgesichertem Bahnübergang überlebt hatten. Am selben Abend genoss ich das Flair der anheimelnden Unterführung in Buchholz-Nordheide, die inzwischen einer Fußgängerbrücke gewichen ist. Im Tagebuch steht dazu geschrieben: Höhepunkt des Abends war ein IC, der in Buchholz eine Schnellbremsung hinlegte und hielt. Anfang Mai dokumentierte ich wiederholt das Geschehen in Buchholz, wovon mich das teils wenig überzeugende Wetter nicht abhielt. Als Leser der Schiene, der anderen Eisenbahnzeitschrift, wie sie sich untertitelte, versuchte ich mich gelegentlich mit Aufnahmen aus ungewohnten Blickwinkeln, in Anlehnung an den Schiene-Herausgeber von mir als Seifert-Fotos bezeichnet. Grundsätzlich war es aber schon immer so, dass ich Züge am liebsten völlig einfallslos schräg von vorn und mit der Sonne im Rücken knipste. Bleiben wir in der Nordheide. Am Morgen des 19. Juni erwartete ich dort einen Dampfsonderzug von Bremen nach Kiel. Dabei fuhren mir auch ein paar andere Züge vor die Linse und nebenbei ist zu sehen, wie eine neue Unterführung zwischen Innenstadt und Bahnhofstraße gebuddelt wird. Die Altbuchholzer Gebäudeansammlung im Hintergrund ist längst einem Klotz namens Kabenhof gewichen. Im Juni weilten die Gäste eines deutsch-amerikanischen Schüleraustauschs in Hittfeld und Umgebung, wobei ich ein Fußball- und kunstbegeistertes US-Girl beherbergte. In diesen 3 Wochen fanden mehrere gemeinsame Ausflüge statt, die wir überwiegend per Bahn absolvierten. So ging es nach Cuxhaven, von wo aus wir eine Wattwanderung nach Neuwerk starteten, und ins altbekannte Lüneburg. In die Phase des Amerikanerbesuchs fiel die Projektwoche an meinem Gymnasium, die unter keinem echten Motto stand. Eines der wählbaren Themen war tatsächlich Bahn, was mich natürlich mehr ansprach als Schulgarten, Wendebund anmalen oder was sonst so angeboten wurde. Unter anderem gab es eine Exkursion ins Stellwerk Buchholz und jene Projektwoche bildete letztendlich den Grundstein für die Arbeitsgemeinschaft Bahn, die im folgenden Jahr an eben dieser Schule ins Leben gerufen wurde. Nach der Projektwoche waren die für niedersächsische Verhältnisse sehr spät, nämlich erst in der 2. Julihälfte beginnenden Sommerferien, nicht mehr fern. Und endlich ging es wieder mit dem Schülerferienticket auf Tour. Die ersten Tage standen im Zeichen der Rollbahn. Der südlichste Bahnhof im Geltungsbereich war Natrop Hagen, in dessen Nähe die DB noch einen Schrankenposten unterhielt. Das Wetter war vom Allerfeinsten, der Betrieb auf den Gleisen nicht. Und so heißt es in meinem Tagebucheintrag vom 21. Juli: Der Güterverkehr war erschreckend schwach, was sich darin äußerte, dass 3 Stunden kein einziger Güterzug kam. Und das an einem Donnerstag auf der legendären Rollbahn, die mich aber schon im Vorjahr enttäuscht hatte. Hinzu kamen Erstbereisungen in bisher wenig beachteten Regionen. Bremen, Leer und Oldenburg-Osnabrück wurden ebenso abgefrühstückt wie die Emslandstrecke und die südliche Heidebahn, Hannover-Hameln und Lehrte-Hildesheim. An einem glutheißen Tag marschierte ich von Haste nach Lindhorst
um diesen kurz vor der Aufhebung stehenden BÜ zu fotografieren und handelte mir einen Sonnenbrand ein, an dessen Auswirkungen ich wochenlang laborierte. Wie ihr bereits in meiner Hämelerwald-Doku hören und sehen konntet, widmete ich mich vermehrt der West-Ost-Verbindung Hannover-Braunschweig, deren Bedeutung mir zuvor nicht bewusst gewesen war. Eines schönen Tages wanderte ich von Peine nach Föhrum. Auch der Bahnhof Vechelde war ein beliebtes Ziel, weil es dort eine Fußgängerbrücke mit hübschem Ausblick gab. Später wagte ich mich weiter gen Osten. Der Abschnitt hinter Braunschweig war mir absolut unbekannt. Und während der höhengleiche Bahnsteigzugang in Frellstedt 30 Jahre später unverändert existiert, ist der Haltepunkt Weddel mittlerweile nicht mehr wiederzuerkennen. Damals zwei Außenbahnsteige mit einem BÜ dazwischen, heute ein Mittelbahnsteig, jede Menge Lärmschutzwände und Ausgangspunkt der 1998 eröffneten Weddeler Schleife nach Fallersleben. In Helmstedt knipste ich diese Begegnung eines IR mit einem ICE und unmittelbar darauf sprach mich eine Type an. Ach, auch Züge fotografieren? Es war der Beginn einer immerwährenden Freundschaft, ohne die mein Leben sicher in anderen Bahnen verlaufen wäre. Was ich seinerzeit nicht mitbekommen, aber bei der Recherche zu diesem Film gelesen habe, am 15. Juli öffnete die Bahn ihr Netz für externe Eisenbahnverkehrsunternehmen, womit die Einführung des ersten Trassenpreissystems einherging. Trotzdem sollte es Jahre dauern, bis sich Privatisten in nennenswertem Umfang auf deutschen Gleisen ausbreiteten. 1994 war ferner das Jahr, in dem ich letztmalig mit meinen Eltern urlaubte. Traditionell fuhren wir im Sommer für 2 Wochen nach Süddeutschland. Die Hälfte dieser Zeit war reserviert für das Murgtal im Nordschwarzwald, wobei wir im Hotel Löwen in Schwarzenberg logierten. Nur echt mit Blick auf den Blinklicht-BÜ hinter dem Haus. Die meisten Unternehmungen machten wir mit dem Auto. Allerdings lagen natürlich immer wieder Bahnanlagen am Weg, die ich dann fotografisch in Szene setzte. Eine Zugfahrt wäre ebenfalls zu vermelden, nämlich über die bekannte Höllental- und Dreiseenbahn nach Seebrugg, wo der junge Gustav lässigst am Silberling lehnt. Die jeweils andere Urlaubswoche verbrachten wir stets an unterschiedlichen Orten. 1994 im oberpfälzischen Markt Redwitz, was für mich in geografischer und eisenbahniger Hinsicht Neuland bedeutete. In diesem Rahmen kam ich zu meiner ersten und, wenn ich mich recht entsinne, einzigen Fahrt mit dem Neigetechnikzug Pendolino. Ansonsten stolperte man bei Autotouren über eine Reihe von Nebenstrecken, auf denen bloß noch Übergabegüterzüge rollten und deren letztes Stündlein ziemlich schnell schlug. Nicht nur im ehemaligen Reichsbahnland, sondern auch in Nordostbayern setzte die DB AG gleich in ihrem ersten Jahr zum Kahlschlag im Wagenladungsverkehr an und befreite ganze Regionen vom Güterzuglärm. Zurück im Norden reiste ich bis zum Schuljahresbeginn weiter mit dem Schülerferienticket durch Niedersachsen. Dabei wäre diese Knalltüte in Saarstedt um ein Haar vor meinen Augen vor einen Güterzug gerannt. Den Haltepunkt Letter bei Hannover konnte ich noch vor Beginn des S-Bahn-Ausbaus besuchen und ablichten. Heute liegen hier 2 zusätzliche Gleise und nebenbei frage ich mich, was aus der Schwimmerin auf dem Werbeplakat geworden ist. Von Bad Münder aus erwanderte ich die ersten Kilometer der ehemaligen Strecke nach Bad Nenndorf und von Pochta Westfalica blieb mir vor allem das von Riesenspinnen verseuchte Empfangsgebäude in Erinnerung. Meine Sommerferien endeten dort, wo sie begonnen hatten. Auf der Rollbahn. Diesmal nicht unter der sengenden Sonne, sondern im Regen von Lemförde. Regen war untypisch für den Sommer 94, der meist bilderbuchmäßig daherkam. Man durfte sich noch über Freibadwetter freuen und wurde nicht bei jeder Gelegenheit an den Klimawandel erinnert. Auch im September hielten sich die Wolken zurück und an einem frühherbstlichen Samstag verschlug es mich nach Uelzen, wo ich zum Schnittpunkt der Hamburg-Hannoveraner Magistrale und der geduldig auf ihren Ausbau wartenden Amerika-Linie in Richtung Stendal wanderte. Anfang Oktober war es soweit.
15 Schüler des Gymnasiums Hittfeld starteten zum Gegenbesuch nach Huntington, Indiana. Natürlich war dieser Ort mit dem Zug unerreichbar. Aber immerhin hatte das Gleis der Norfolk Southern Railway von Fort Wayne nach Logansport überlebt, auf der sich kilometerlange Güterzüge trötend den Weg durch die Stadt bahnten. Zweimal kehrten wir im Pizza Junction ein, dem zum Restaurant umgewandelten Güterschuppen. Außerdem fanden sich rund um Huntington Reste der bis in die 70er Jahre dort kreuzenden Erie-Lackawanna-Linie, die ich gemeinsam mit meinen Gastgebern erkundete, in deren Haushalt es sogar ein Buch über die Geschichte der Erie Railroad gab. Auch Bahnfahrten standen auf dem Programm, denn nach 2 Wochen in den Familien verbrachten wir einige Tage in New York und reisten von dort mit Amtrak nach Washington, wo wir Zeuge einer Schießerei vor einer Apotheke wurden. Und immer dran denken, beim Befahren von Brücken auf Intercity-Expresse achten. Wieder zu Hause neigte sich das Jahr 1 der Deutschen Bahn AG seinem Ende entgegen. Ich nutzte einige sonnige Novembertage, um in der Gegend von Klecken das eine oder andere Herbstfoto zu schießen, wobei diese Aufnahme einer in den Abend rauschenden 103 lange zu meinen Lieblingen zählte. Dank des guten Drahts zu den örtlichen Fahrdienstleitern kannte ich natürlich die Zeiten, Nummern und Laufwege der wenigen dort verkehrenden Güterzüge und konnte mich punktgenau postieren, um diese auf Zelluloid zu bannen. Logisch, dass mein Bahnjahr zumindest in fotografischer Hinsicht ebenfalls in Klecken endete. Am 20. Dezember kam kurz vor Sonnenuntergang der IR 2337 von Mannheim nach Stralsund des Weges. In jenen Tagen führte die DB übrigens die Service Points auf den größeren Bahnhöfen ein und auch die Blechmänner mit Fahrplan und sonstigen Auskünften im Bauch hatten ihren ersten Auftritt. Nicht bildlich dokumentiert ist die am zweiten Weihnachtstag folgende Bahnreise nach Wien, denn mit 2 Kumpels fuhr ich nach Bratislava, um einen slowakischen Freund zu besuchen. Das Ende des Jahres 1994 und den ersten Geburtstag der Deutschen Bahn erlebte ich in einem Ferienhaus am Orava-Stausee. Auf unseren innerslowakischen Bahnfahrten entstanden einige Knipsfotos aus dem Abteilfenster, die ich euch nicht vorenthalten will, obwohl sie mit der DB AG so rein gar nichts zu tun haben. Und das war mein Blick 30 Jahre zurück. Willkommen in der Gegenwart. Auch für mich war es eine Zeitreise und oft konnte ich beim Betrachten der alten Aufnahmen kaum glauben, dass seitdem 3 Dekaden verstrichen sind. Danke für eure Begleitung und bis zum nächsten Film, in dem wir den 150. Geburtstag der Rollbahn Hamburg-Bremen zelebrieren werden. Bis dahin!